Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9. Jawohl, puh, endlich seid ihr alle da. Ja, Puck sagt es auch, er freut sich, dass ihr hier seid. Und wir werden auch gleich weitermachen. So, zack, bumm. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. So einfach kann's gehen. Los Bursche, auf geht's. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin Cornelia, die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie einen kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät Königin Brane oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, ob die verehrten adeligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Dein Vater. Boah, nicht so schnell. Doch deine Mutter haben sie ermordet. Und deine Liebste haben sie dir auch entrissen. Oh, du vom Schicksal geprügelter Markus, irgendwie. Gegen das Unrecht. Für unseren Freund. Lasst uns die Scharfrichter des Königs sein. Ach du Heilige, nicht so schnell. Da komm ich gar nicht mit. Attacke! Da kann ich nicht einmal die Stimmen anpassen. Wir sind gekommen, um dir zu helfen, alter Freund. Mischt euch gefälligst nicht ein. Was hast du denn, Freund? Meinen armen Brüdern haben sie umgebracht. Was? Alter, nicht so schnell! Ja. Da wäre schon bald gut die Aufnahme. Also, Alter. Ich kann mich nicht erinnern, dass das damals so schnell ging. Alter Schwede! Langsamer Burschen! Könnt ihr doch mal die Wörter aussprechen? So. Okay, Stibitzen können wir nichts. Dann putzen wir mal den Kerl da weg. Wow. Magie? Können wir da was? Stinktus. Hoppala. Yeah. Ah, das soll nur Show sein, ne? Dann putzen wir den weg. Alle hoppen.
Na, auf geht's, Burschen. Macht's ihn fertig. So wie gerade vorhin. Mal, hopp, Katschanga. Und der nächste. Ah, und? Jetzt müsste es bald erledigt sein. Jawohl. Hurra. Bravo, bravo, bravo. Welch spektakuläres Schauspiel. Oh, 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 oh. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet. Markus, meine Tochter kriegst du nicht. Bleib stehen, du Lump. Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Zidane, und denk doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Das glaubt mir zählig. Ha! Ho! Ja! Ja! Chang! Ha! Badam! Tadam! Jetzt bin ich mal gespannt. Auf dieses Event hier habe ich gerade gewartet. Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Ah, VP, warte mal. VP. Aha, CXVB. Na super. XCVP. XCVP. Ich muss mir gerade die Tasten merken. XCVP. Die Pfeiltasten. Na, servus, Kaiser. Ich versemmel's ein paar Mal. Nicht wundern. Ah, und schon faul. Falsch. Alter. Siehst. Alter. Ich muss es nochmal machen. Ich muss mir erst die Tasten gewöhnen. V. Pfeil rüber. Mist, verflucht. Nochmal rüber. C. X, C, V. C, V, C. Rüber. Falsch. Na, passt. C, V. Rüber. V. C. Rüber. C. Rüber. Rauf. B. V. B. Rüber. Runter. Alter, wie lange geht das noch? So lange habe ich das gar nicht in Erinnerung. C. V. X. C. B. Rüber. Und dann mal fort. Vielleicht kommst du nicht davon. Wie schaut die Bewertung aus? Von, achso, schlecht. Das ist schlecht, ja. Scheint ja doch nicht zufrieden zu sein. Jawohl. Warte, langsam. Ich hoffe, man kann das wiederholen. Früher konnte man das. Das Publikum scheint begeistert zu sein. Das Duell noch einmal aufführen? Ja, bitte gern. Also X, C, V, B. Ich hoffe, das kriege ich hin. Elender Verräter. Na los, komm schon, du Ferkel. Also C, rüber. C, rüber. V, C, V. C, V. C, V. C, V. Alter, wie oft noch? C, rüber. V, X, runter. V, rauf. C, rauf, rüber, B, runter, X, C, runter, V, C, B, rüber, na, verdrückt, C, X, rauf, ich muss es perfekt schaffen, da muss ich noch ein bisschen üben, ich hätte das vorher üben sollen, aber dann ist es wieder mit dem Speichern und so, kacke, mal wie schaut man aus. Oh. 82, immerhin schon. Ja, fehlerfrei muss das halt laufen, ne? Also, einmal geht schon noch. Ich will es perfekt haben. Man kriegt da nämlich was als Belohnung. Puh. Also, C, rüber. C, V, rüber. C, V, C, rüber. C, rüber. Ah, verdrückt. Scheiße. Nochmal verdrückt. Scheißendreck. So, V. Das ist voll gemein. Thank you.
Nein, verdrückt. Ich muss es nochmal machen. Ich muss dann mal kurzzeitig ganz komplett still sein. Ich kann da echt nicht reden. Na, schon wieder verdrückt. Ich muss es nochmal machen. Also ich muss jetzt mal echt... Ich darf jetzt nicht sprechen. Nein, ich darf nicht. Das habe ich wieder schlecht gemacht, ja. Viel zu viele Fehler. Noch einmal. Ich hoffe, ich krieg's hin. Also, nicht wundern, ich rede jetzt mal nichts. Schauen, wie es war. Ja! Supi, supi, supi! 100 von 100. Perfekt. Auch Königin Brane schien zufrieden zu sein. Nein, das machen wir nicht nochmal. Das war super. 10.000 Gil. Muhaha! Die kriegt man nämlich nur dann, wenn man wirklich auf 100% das ganze Duell hier schafft. Supi. Also wirklich jeder Hieb richtig ist. Supi! Autsch, klonk, klonk, qua. Na, fertig mit Umziehen, Zitane? Alter, hast dich wohl umgedreht? Schon, aber dieser Helm... Boah, der müffelt irgendwie. Ach, du Armer. Meiner müffelt nicht nur irgendwie, der stinkt wie die Pest. So viel Haschabo habe ich gar nicht, bis der Gestank wieder weg ist. Boah, die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. Wahrscheinlich Flöhe. In den Stiefeln steht der Schweiß. Boah, wie das quietscht. Quietsch, 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 quietsch. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Alter, was hat er denn da an? Und die Taschen voll mit Kekskrümeln. Okay, okay, hab verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? Na Logo, auf mich ist Verlass, Kumpel. Sehr gut. Also dann gehe ich erstmal die Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau. Ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Schloss Alexandria. Also, laut unseren Infos befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klärchen. Ja! Aha. Jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Also, Zitane, Beeilung. Na fein, was ist das? Mit ihm quatschen, oder wie? Mach hin, Mann! Mal schauen, ich glaube, da drinnen gab's was. Da? Mami. Hauptmann. Was haben wir da? Ist da was? Wie gesagt, solche Räumlichkeiten sollte man eigentlich immer ein bisschen anschauen. Da könnten Items versteckt sein. Muss nicht, aber kann sein. Was haben wir da? Mist, da kommt wer. Versteck dich, Zitane. Oh. Irgendwelche Vorkommnisse? Nö, alles ruhig. Gut, dann weiter patrouillieren. Zu Befehl. Okay. Ich glaube, da konnte man rüber.
Mist, nein, konnte man nicht. Okay, man muss geradeaus. Boah, das war knapp. Irgendwelche Vorkommnisse? Nö, alles ruhig. Gut, dann weiter patrouillieren. Jawohl. Obwohl es irgendwie streng riecht, aber naja. Gut, dann ist da mal nichts. Ist hier irgendwas versteckt? Nope. Dann gehen wir mal darauf. La, la, la. Huch. Na holla. Hm? Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung. Würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Zitane, Gesichter haschen. Auf jeden Fall. Look, look. Hm? 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 Hm. Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel, werter Herr? Nö, eigentlich... Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau. Seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen. Weißt du, Schnuckelein? Der hat ja voreinander klatschen, ne? Ihr nehmt mich auf den Arm. Aber nicht doch. Also, wie könnte ich denn? Verzeihung, ich muss gehen, du komischer Hammel. Hey, so wartet doch, Schnucki. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein. Ich, Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Brrr. Du bist doch nicht etwa... Hey, Zitane, was geht denn da oben ab? Also... Bitte, bitte verzeiht. Was zum... Was läuft hier eigentlich? Beeil dich, Alter, das war gerade Prinzessin Garnett. Im Ernst? Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Brane aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich, schnell, sag ich. Damdilididam, zwei Kasperl, die Hofnarren. Furchtbar, sag ich, furchtbar, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich? Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Königin Brane, sag ich, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frage ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich? Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zu Königin Brane, sag ich. Die zwei Deppen. Unfassbar. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Hauptmann der Blutertruppe. Also im Moment wünscht Ihre Majestät, nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich, sag ich. Was blustert diese Beatrix sich mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnett ist... Bla bla Schwalschwal. Ganz furchtbar, sag ich. Ganz furchtbar, sag ich. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Ich versuche gerade das Stück zu genießen. Also bitte ich mir nicht gestört zu werden.
Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnett ist... Ach ja, wo ist die Garnett überhaupt? Wo ist Garnett überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt diese Garnett sich dabei? Generälin Beatrix. Jawohl. Und auch ihr, Hauptmann. Volk Mensch, Geschlecht männlich, Alter 33, junge Jahre. Rechtshänder. Steiner ist sein Name. Wieder mit 8 Buchstaben, also bis zu 8 Buchstaben änderbar. Aber wir belassen es so. Er heißt Steiner. Hauptmann Steiner, zur Stelle. Schafft mir sofort Garnett wieder her. Zu Befehl. Sehr wohl, Euer Majestät. Wie ihr befehlt, Euer Majestät. Pluto-Truppe. Company angetreten. Nanu. Keiner da? Marktwart, Pluto-Truppe Nummer 2. Hauptmann Steiner. Kochel, Pluto-Soldat Nummer 3. Company zur Stelle. Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest von euch? Die anderen 6 meine ich. Herrschaftszeit noch einmal. Immer muss man alles selber machen. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brane. Zieht euch sofort was an und sucht Prinzessin Garnett. Diese Vollpfosten. Ich bin von lauter Trotteln umgeben. Unfassbar. Hier ist aber nichts. Unfassbar echt. Alles muss man selber machen. Diese Hampelmänner. Wo haben die schon ihre Rüstung liegen lassen? Immer wieder selber mit denen. Hallo, meine Damen. Ah, sieht aus, als würde die Pluto-Truppe mal wieder nichts auf die Reihe kriegen. Hauptmann Steiner, die Prinzessin zu beschützen, ist unsere Aufgabe, der Einheit Beatrix. Ja, super hat sie das gemacht, wenn sie weg ist. Vollidiot, alles ein Vollidiot, das ist unfassbar. Wo könnte sie nur sein? Wo könnte die Prinzessin nur sein? Das ist unfassbar, unfassbar, unfassbar. Wo ist die mal hier? Oh, Bühne. Ich glaube, da bin ich falsch. Ja. Schau mal nach, wo sind denn die zwei Deppen? Müssen ja schon längst fertig sein. Marktwart Pluto, Soldat Nummer 2. Wahnsinn, oder? Aber an der Geschichte ist wohl was dran. Kochen. Nicht zu fassen. Aber du weißt immer als erster Bescheid, was, David? Botztausend! Obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren hier also ein Schwätzchen? Oh, Hauptmann. Habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit dieser Kellnerin Resi, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Cretin? Geht sofort die Prinzessin suchen, und zwar zackig. Schon unterwegs, Hauptmann. Ja, zu Befehl. Mann, immer dasselbe. Dann war das gerade so lustig, mit dem zu quatschen. Servus, Herr Mogri. Ah, ein Moschu. Die Moschu. Ich glaube, es ist ein Mädel. Was gibt's? Ich würde gern speichern, bitte. Das wäre jetzt gerade perfekt. Ich speichere Kubo. Lalalala. Also, Speicherplatz 1. Jo, perfekt. Jawohl. Frei. Sehr schön. La. Fertig. Hurra. Supi. Achso, überschreiben. Nein, passt schon. Tschüssi. Und raus. Vielen Dank, meine Gute. Möchtest du sonst noch irgendwas? Dabei nicht, danke. Fein, und dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute wieder. Super klasse gespeichert, das passt wunderprächtig. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!